Ja, hallo liebe Skisprungfans. Es geht los. Gestern war schon das Teamspringen mit dem Sieger aus Polen, danach die Deutschen und das Team aus Österreich. Und was passt da besser, als den Top-Experten des ORF, Andi Goldberger, mal für ein kleines Interview zu gewinnen. Danke, Andi. Und ein kleiner Ausblick auf das Einzelspringen heute. Wir tun mal ein bisschen Kaffeesatz lesen. Ja, genau. Aber man hat es gestern auch schon gesehen. Auch die Favoriten haben sie durchgesetzt. Nur die Norweger haben wir ein wenig ausgelassen, gell? Aber da wird heute, glaube ich, der Robert Johansson schon eine Revanche springen, den wir gestern disqualifiziert haben. Dann Piotr Schür, den schätze ich extrem stark ein. Und auch, was mich gefreut, dass Evgeny Klimov seine super Sommerform auch im Winter umgebracht hat. Also der wird auch dabei sein. Ist ja das deutsche Team natürlich sehr stark. Also Stefan Ley, der hat mir einen guten Eindruck gemacht. Der Markus Eisenbichler hat gestern nicht seine besten Sprünge gezeigt, aber der wird im Einzel auch gut sein. Schauen wir mal, was da heute rauskommt. Ich glaube, wir hätten noch ein paar, die wir aufzählen können. Ne? Genug, ja. Kamil Stoch gestern, also wir haben gerade ein bisschen geplaudert. Also hat mich schon überrascht. Das ist schon stark gewesen, was er gemacht hat. In der Qualifikation 48. Ja. Dann hat er im Probesprung einen auf dem Vorbau genagelt, wie wir als Springer so sagen. Ne? Und zaubert dann zwei solche Sprünge raus. Also das ist schon klasse gewesen, ja, oder? Das Selbstvertrauen eines Olympiasiegers oder Tourneesiegers ist das einfach. Weil ich hätte mir auch gedacht, hoppala, ist er verunsichert. Aber dann hat er zwei solche Sprünge rausgehauen. Also und hat eigentlich den Polen so mit den Sieg gerettet, weil ich habe da schon ein bisschen, war schon mal skeptisch, ja. Ja, und es war ja spannend bis zum Schluss, ne? Bis zum letzten Springer. Ja. Goldi, bei euch in Österreich gab es ja doch einiges auch an Veränderungen. Neuer Cheftrainer, neues Trainerteam allgemein. Also Mannschaft hat sich auch ein bisschen verändert von den Gesichtern her. Wie schätzt du die Situation ein? Der dritte Platz gestern war doch ein ganz ordentlicher Auftakt, oder? Ja, da muss man absolut jetzt einmal zufrieden sein, weil die letzte Saison, die war wirklich nicht gut, muss man ehrlich sagen. Die war aus welchen Gründen auch immer. Ein paar waren da verletzt vorher, dann ab und zu ein bisschen halt ein Wettkampfpech auch dabei. Und dann weiß man halt eh, dann ist Selbstvertrauen futsch. Und wenn man kein Selbstvertrauen hat, dann kann man beim Skispringen nicht gut sein. Und dann, da haben sie halt wirklich hart gearbeitet jetzt den ganzen Sommer. Auch von der Technik eine Umstellung gemacht. Und es hat gestern eigentlich im Wettkampf schon ganz gut funktioniert. Sicher weiß man, man hat noch Luft nach oben, aber ich glaube, das ist jetzt eine solide Basis und es sind vor allem auch so also quasi der gesunde Mittelbau ist wieder da. Weil sonst hat man eigentlich auf dem Stefan Kraft, also Michi Heiböck, verlassen müssen und jetzt ist ein Daniel Huber, ein Clemens Aigner. Also die können auch Leistung springen. Dann haben wir noch einen Gregor Schlierenzahn. Ja, der uns doch wahrscheinlich hoffentlich nicht ausgeschalten hat gerade da. Ja, Gregor Schlierenzahn, Manuel Fettner oder eben der Philipp Aschenwald, der was leider in der Qualifikation gestürzt ist, aber da hast du jetzt schon wieder, glaube ich, eine breitere Basis und da kann man schon wieder. Gregor, darfst gerne dich mit einmischen ins Gespräch, also kein Problem. Ja, gut drauf, macht einen guten Eindruck. Nein, glaub, du darfst dich gerne mit, einmischen ins Gespräch, wenn du gerade Zeit hast. Kommst du in die Mitte? Ja, es geht völlig überraschend um Skispringen geht's. Goldi hat euch gerade ein gutes Zeugnis ausgestellt und dass du locker drauf bist und deine Topsprünge noch nicht abrufen konntest, aber dass die irgendwo versteckt sind. Weißt du, wo sie versteckt sind? Ja, ich arbeite dran. nein, es stimmt natürlich, dass ich mir noch nicht ganz so leicht tue. Bei den Trainingssprüngen funktioniert es echt teilweise schon gut. Und ja, da habe ich mir jetzt bis jetzt ein bisschen schwer dran. Aber wie du selber warst als Experte, die Kleinigkeiten machen sehr viel aus. Und es ist zurzeit noch so, dass ich mich am Schanzentisch noch nicht ganz triff und dadurch natürlich nicht die ganze Kraft, die ganze Energie mitnehme. Aber ich bin trotzdem mit mir selber zufrieden und versuche natürlich dort den Weg weiterzugehen. Und das ist die Hauptsache, wenn man zufrieden ist, da kann man aufbauen, oder? Sag mal, ihr wart ja als einziges Team, glaube ich, oben in Finnland, in Falun auf Schnee gesprungen. Und hier ist ja der Aufsprung auch nicht ganz so top präpariert. Hat euch das was gebracht oder geholfen oder ist das eher zweitrangig gewesen dann? Nein, es war super in Falun, also top Bedingungen. Aber wir Österreicher tun uns mit Landen generell leichter. Aber klopfen mal auf Holz. Nein, es ist da, wie man glaube ich schon gesehen hat, gar nicht so einfach. Aber was soll man auch? Bei den Temperaturen muss man den Hut ziehen, dass die Veranstalter das so gut hinkriegen. Und ja, gute Sprünge, gut hinspringen und der Rest sollte dann passieren. Ja, vor allen Dingen vielleicht weiter springen, dann ist es auch einfacher zu landen und muss nicht so viel rausfahren. Hey, hey, danke dir, alles Gute, viel Erfolg. Ja, danke, ist ja bald vorbei.
Ja, das ist immer cool. Aber es ist also die Stimmung ist gut und das ist wichtig. Der freut sich auf Skispringen. Da musst du wieder hin, weil wenn's, ja, wenn dir das nicht mehr Spaß macht, dann musst du eh was anderes tun. Aber das schaut einmal. Das tut man. Hat man. Ja, ich habe auch schon anders erlebt. Ja, Uli, das ist einmal. Jeder Tag ist auch nicht gleich. Aber er hat sogar gestern als Vorspringer, ist er gesprungen, das Training angenommen. Also er kämpft wirklich um jeden Sprung, was er machen kann, damit er wieder an die Spitze zubekommt. Ja, und dass es nicht so einfach ist. Ja, sieht man, wissen wir alle. Ne? Also, wir wollen das ja gar nicht länger ausdehnen, aber es ist immer wieder schön, mit dir zu plaudern. Auch der Gregor, der sich eine Zeit genommen hat, das war natürlich ein Zufall. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch ein, 15 Uhr. Wer die Chance hat, ORF zu schauen, natürlich kann er sich das dort anschauen. Ich schaue es mir im Auslauf an. Goldi, danke dir. Aber jetzt musst du natürlich trotzdem noch sagen, wer heute gewinnt. Einer von diesen 50, die am ersten Durchgang am Start sind, wer gewinnt? Piotr Schür. Oh, das ist, Ansage, gell? Ja, werden wir beobachten. Ich bin ja aus dem deutschen Team, also okay, ja. Ich sag mal, heute gibt es nicht mehr ganz Überraschungs-, aber dann doch ein Überraschungssieger. Ich tippe mal auf Stefan Leier. Stefan Leier, ja, ist auch ein guter Typ. Man denkt, schau, Andi Wellinger war gestern nicht einmal im Team dabei, ja, der Olympiasieger. Also ihr habt wirklich eine gute Mannschaft und ich freue mich schon auf nächste Woche mal wirklich einen Severin wiedersehen. Mhm. Genau, also es bleibt spannend und neugierig und ihr könnt ja auch euren Tipp mal mitteilen, wen ihr so tippt, der heute der Sieger ist auf der Schanze, hier zum Auftakt erstes einzuspringen. Ciao, ciao aus Wismar.